bei RFH. Knirpse im Rampenlicht. Erster Kindermonat in Blankenburg. Jetzt kann es losgehen. Baustart für 5-Millionen-Projekt um Quedlinburg. Mittelalterliches Treiben zu Walpurgis. Schirke bereitet sich auf das Event des Jahres vor. RFH. Einfach näher dran. Knirpse im Rampenlicht. Erster Kindermonat in Blankenburg. Im Juni stehen die jüngsten Einwohner der Blütenstadt und ihre Ortsteile im Fokus der Öffentlichkeit. Der ganze Monat ist ihnen gewidmet. Die während des Projektes Zukunftswerkstatt im vergangenen Jahr in Osterwiek organisierten Veranstaltungen waren der Anstoß, um in Blankenburg Ähnliches durchzuführen. Die Kinder sind ja die Zukunft unserer Stadt und ich habe ein Projekt aufgenommen, das aus dem Projekt der Zukunftswerkstatt 2, das im letzten Jahr auch in Blankenburg, zuvor in Osterwiek, stattgefunden hat. Und ich habe die Anregung aufgenommen, jeden Tag im Monat Juni für unsere Kinder hier in der Stadt etwas zu organisieren. Organisieren zusammen mit Vereinen, mit Institutionen, mit privaten Trägern. Und das Team des Jugendhauses Rohe 11 und unseres Fachbereiches hier in der Stadtverwaltung, wir alle sind sehr froh, dass es eine so positive Resonanz aus unserer Bevölkerung, von unseren Vereinen und Einrichtungen gab. Wir sind also in der Tat schon sehr weit mit den Planungen. Das heißt, das Programm für den Juni steht schon, aber ich rufe natürlich auch alle Interessierten auf, die sich noch beteiligen möchten, sich in den nächsten Tagen und Wochen bei uns zu melden. Und dann bin ich der Ansicht, dass die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt jeden Tag im Monat Juni ein super Angebot haben werden für die Freizeitbeschäftigung, für die Interessen, denen sie nachgehen. Zahlreiche Vereine, Verbände, Institutionen beteiligen sich mit einem bunten, vielfältigen Programm. Den Auftakt bildet die Einweihung des Walderlebnispfades unter Federführung des Jugendwaldheims am Lindenberg. Über 70 verschiedene Veranstaltungen stehen für Kinder der Kernstadt und der Ortsteile jetzt im Kalender der Stadt. Ob Hoffest am Roh, Altstadtfest mit verschiedenen Höhepunkten für die Kids, Aktionen der Kinderfeuerwehren, Spielplatzfeste, ein Besuch des Herbergsmuseums, Lesungen in der Bibliothek, Tanz im Café Nest, die GATT, Kultur und so weiter. Auch sportliche Höhepunkte stehen auf dem Programm. Es sind nicht alles neu erfundene Veranstaltungen, sondern sie werden im Monat Juni konzentriert. Organisationschef Christian Böttcher erhielt zum Beispiel viel Unterstützung von Elke Selke, die im vergangenen Jahr die Zukunftswerkstatt leitete. Das Highlight wird in jedem Fall die dritte Auflage des löwenstarken Kinderfestes am 19. Juni im Teepark sein. Bereits in den Vorjahren war es ein absoluter Erfolg und zog zahlreiche Gäste an. Am 29. Juni ist das Rathaus dann in Kinderhand und die Knirpse dürfen einmal den Bürgermeisterstuhl einnehmen. Es wird der erste Kindermonat für Blankenburg und wenn er gut angenommen wird, sicherlich nicht der letzte sein. Die Stavik-Schule wird geschlossen. Mit knapper Mehrheit stimmte der Halberstädter Stadtrat am Donnerstagabend für die Schließung der Diesterwegschule. Mit 20-19 Stimmen entschieden sich die Mitglieder gegen den Erhalt der 6 Grundschulstandorte in der Stadt. Der Rat folgte damit dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der zukünftig nur 5 Standorte vorsah.
Als Begründung nannte ihr Vorsitzender Daniel Zarata die zwingende Einstellung aller anderen städtischen Investitionen im Falle der Sanierung der Diesterwegschule. Sehen Sie dazu einen ausführlichen Beitrag mit Bürgermeinungen und einem Interview mit Daniel Zarata bei RAV aktuell am Samstag. Geschäftsführer der Halber Stadtwerke verabschiedet. Nach 33 Jahren im Dienst des städtischen Energieversorgers verabschiedete sich Bodo Himpel von Freunden, Mitarbeitern und Weggefährten. Etwa 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur verfolgten den Festakt auf dem Gelände der Halber Stadtwerke. Gleichzeitig übergab er die Geschäftsführung an seinen Nachfolger Dr. Rainer Gerloff, der vorher den Bereich Vertrieb leitete. Sehen Sie auch hierzu einen ausführlichen Bericht bei RAV aktuell am Samstag. Verkehrsunfall auf L24. Donnerstagmittag kam es zwischen Harsleben und Wegeleben zu einem Unfall, bei dem sich gleich zwei Fahrzeuge überschlugen. Ein 55-Jähriger aus Haus Neindorf musste bei einem missglückten Überholversuch aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs frühzeitig wieder einscheren und so kam es zum Zusammenprall. Die beiden Skoda Octavias kamen so von der Fahrbahn ab, überschlugen sich und blieben auf dem angrenzenden Acker liegen. Sowohl der Unfallverursacher als auch der unschuldige 79-jährige Fahrer aus Halberstadt wurden im Anschluss schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Die 56-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Samstag wird relativ freundlich mit bis zu 6 Sonnenstunden. Am Morgen ist es noch sehr kühl mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Mittags steigen die Temperaturen auf sehr angenehme 16 Grad bei leichter Bewölkung. Diese Temperaturen halten sich über den Nachmittag bis zum Abend. In der Nacht fällt das Quecksilber auf 7 Grad und es wird wolkiger am Himmel. Die nächsten Tage wird es sehr wolkig bei Höchstwerten von bis zu 17 Grad. Auch nach Walpurgis ist in Thale viel los. Starten Sie in den Mai beim 6. Ostmobile-Treffen am DDR-Museum Thale. Zum Abschluss des Thalenser Walpurgismarkts erwartet Sie dort ein umfangreiches Rahmenprogramm mit reichlich gastronomischen Angeboten. Außerdem können Sie die verschiedensten Fahrzeuge aus der DDR-Zeit bestaunen. In diesem Jahr gibt es speziell zum Walpurgismarkt am DDR-Museum ein Sonderpostamt der Deutschen Post. Nur am 29. April und am 1. Mai kann man den Ersttagsbrief und Sonderpoststempel der Deutschen Post erhalten. Zwischen Quedlinburgs historischer Alt- und historischer Neustadt gelegen, ist das Prinz Heinrich der Anlaufpunkt für jeden Genießer. Erleben Sie schöne Momente an der Bar, in den kleinen gemütlichen Nischen auf einer der beiden Ebenen im Restaurant oder auf unserer idyllisch am Mühlgraben gelegenen Terrasse. Wir zaubern Ihnen täglich eine deutsch-mediterrane Küche auf den Tisch. Mit frischen Produkten aus der Region, gewürzt mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Verbringen Sie gemütliche Stunden mit Cocktails, guten Weinen und ständig wechselnden Bierangeboten vom Fass. Besuchen Sie uns und lassen Sie bei einem guten Essen alles andere hinter sich. Ihr Stadtrestaurant Prinz Heinrich in Quedlinburg wünscht Ihnen einen schönen Jahresanfang. Oh, endlich gelandet ihr auf meinem Platz, auf dem Hexentanzplatz. Ein bacchantisches Fest beginnt. Herzlich willkommen zur größten Walpurgisnacht. Am 30.04. auf dem Hexentanzplatz in Thale. Das ist Programm für die ganze Familie. Mit Ulf dem Spielmann und Dackel Düsenfuß geht's los. Und Enrico Schäffler begleitet euch dann durch die Nacht voller Stars. Geiersturzflug lässt euch antanzen, mitsingen, abfeiern bei ihrer sensationellen NDW-Show. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. DSDS-Star Anna-Maria Zimmermann legt mit Bauchgefühl ihr modernes Pop- und Schlageralbum vor. Meine Lieben, das richtige Wetter haben wir ja schon mal und es dauert nicht mehr lange. Der Countdown läuft, dann feiern wir zusammen. Wir tanzen quasi in den 1. Mai. Am 30. April zur Walburgisnacht in Thale. 21 Uhr live on stage. Ich freue mich auf euch und dieses Wetter bringe ich mit. Also, wir sehen uns. London Beat bringen ihre Popsongs der 90er auf die Bühne auf dem Hexentanzplatz.
Dann heizen Alex im Westerland mit den Songs der Ärzte und der Toten Hosen ein. Vorhang auf für deine Horrorshow! Und die Darukis werden mit ihrer Breakdance-Performance den Hexentanzplatz anglühen. Für die phänomenalen Highlights der Walpurgisnacht. Die sensationelle Teufels-, Laser- und Feuershow mit dem Höhenfeuerwerk zum mitternächtlichen Finale. Bei der Harzer Walpurgis in Thale. Zur Walpurgisnacht auf meinen Hexentanzplatz könnt ihr natürlich mit dem Hexenbesen fliegen. Und wer keinen Hexenbesen hat, der fliegt mit der Schwebebahn. Und dann gibt's auch noch den Hexenbus. Sichert euch noch Karten für die Walpurgisnacht im Vorverkauf. Über Eventen oder besucht uns Hexen in der Bodetal Information Thale. Am 30. April kriegt ihr die Eintrittskarten an den Tageskassen und natürlich an der Abendkasse auf dem Hexentanzplatz. Jeder kommt auf den Berg. Herzlich willkommen zur größten, zur spektakulärsten Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz in Thale. Hex, Hex! Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Sterben, Tod, Bestattung, Themen, die wir gerne verdrängen. Und doch ist es ein gutes Gefühl, wenn alles geregelt ist. Feuerbestattung ist ökologisch, nachhaltig und zeitgemäß. Feuerbestattung in Quedlinburg. Menschlich, würdevoll, einfühlsam. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Und mit der Sparkasse sind über 51% Riester-Förderung drin. Dazu ein paar Aktien oder Fonds. Die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Das ist Anja. Anja kennt keine Limits mehr. Mit ihrem neuen Kabelanschluss ist Anja den anderen immer eine Idee voraus. Sie surft superschnell im Internet nach Trends, telefoniert Tag und Nacht und das unbegrenzt günstig. Mit der Zweier-Kombi kommt sie überall ganz groß raus. Bestellen Sie jetzt die Zweier-Kombi von Tele Columbus ab 19,99 im Monat. Alles richtig gemacht. Tele Columbus. Psst, jetzt auch mit Mobilfunk. Jetzt kann es losgehen. Baustart für 5 Millionen Projekt um Quedlinburg. Seit einiger Zeit schon kann man hier von der B6 kommend komfortabel Quedlinburg umgehen, wenn man Richtung Gernrode oder Selketal unterwegs ist. Doch leider ist derzeit noch an diesem Kreisel Schluss. Am Mittwoch nun erfolgten die ersten Spatenstiche für den Weiterbau der Ortsumfahrung Quedlinburg im Zuge der L66. Auch wenn es etwas stürmisch war, ist dies der entscheidende Startschuss für das wichtige Projekt. Ich muss natürlich auch eins erwähnen, dass wir in den Jahren 2010, 2011 dann auch einige Vorleistungen treffen konnten,
In der Zwischenzeit wurden dann auch verschiedene Zwischenlösungen diskutiert. Und um diesen Vorhaben hier dann auch ein bisschen den nötigen Drive zu versetzen. Aber den hat es eigentlich erst im Ende letzten Jahres, beziehungsweise Mitte letzten Jahres, mit der Bestätigung des Nachtragshaushaltes bekommen. Und das ist natürlich dann auch der Grund, weshalb sie unser Minister heute hier eingeladen hat. Nochmal herzlich willkommen. Und ich kann mich auch noch an einen Tag erinnern, letztes Jahr am 7. Oktober, Herr Webe, wo Sie sich als Grabungshelfer für die archäologischen Untersuchungen betätigt haben und wie ich selber sehen konnte, nicht ganz unerfolgreich. Was ich damit sagen will, ist natürlich, dass wir uns hier an einem sehr geschichtsträchtigen Gebiet befinden und da natürlich dann diese Untersuchungen im Herbst letzten Jahres oder im Frühjahr diesen Jahres abschließen konnten und konnten dann natürlich im März die entsprechenden Aufträge auch für die Hauptbauleistungen hier vergeben. Und es ist zwar ganz offiziell ein Neubauprojekt, aber ohne die Anbindungen an das vorhandene Straßennetz, wenn ich hier so hinter uns gucke Richtung Quarnbeck, wird es nicht abgehen und da werden sicherlich auch wieder Einschränkungen notwendig werden, für die ich Sie jetzt schon um Verständnis bitte. Herzlich willkommen hier. Weiter im Amt betonte Verkehrsminister Thomas Webel die Bedeutung der Ortsumfahrung und erinnerte an sein persönliches Erlebnis bei den archäologischen Ausgrabungen. Es ist ein schöner Tag heute für Quedlinburg. Eine meiner ersten Amtshandlungen vor 5 Jahren war, am 1. Juni den ersten Bauabschnitt, der 6 Kilometer lang ist und rund 10 Millionen Euro gekostet hat, freizugeben. Und das ist einer meiner ersten Maßnahmen als wiederernannter Minister für Landesentwicklung und Verkehr, diesen zweiten und dritten Bauabschnitt als Baumaßnahme offiziell zu starten. Und der Präsident hat es ja schon gesagt, wir haben ja schon die archäologischen Grabungen, die bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen, die schon rund 1 Million Euro gekostet haben. Und an dieser Stelle kann ich einmal sagen, ich habe ja im letzten Jahr ein altes Steinbeil gefunden. Das ist auch heute noch bei Frau Dr. Friedrich im Archäologischen Landesamt in Halle. Und Frau Dr. Friedrich, das wird die Quedlinburger insbesondere interessieren, hat festgestellt durch die Knochenfunde und die halten sich hier aufgrund der Trockenheit besonders gut und die DNA war auch nach über 7000 Jahren noch nachprüfbar, dass die Menschen, die hier vor 7000 Jahren gesiedelt haben, als erste von weit hergekommen sind, aus dem Südosten, nicht etwas weiter weg, also aus Syrien, sind sie hergewandert. Allerdings nicht in 3 bis 7 Tagen wie im letzten Jahr, sondern in einigen Jahrhunderten. Aber man sieht, wir waren schon vor Jahrtausenden attraktiv für Zuwanderer und wir sind es noch heute. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Heute wollen wir uns freuen über den Beginn dieser Maßnahme. Und sie wird insgesamt rund 5 Millionen kosten. Also wir werden noch rund 4 Millionen Euro ausgeben. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch Dank sagen an diejenigen, die das Geld bereitgestellt haben, insbesondere unsere Landtagsabgeordneten, die dafür gesorgt haben, dass wir diese Baumaßnahme hier starten konnten. Es sind nämlich zusätzliche Mittel in den Nachtragshaushalt für den Haushalt 2015, 2016 eingeflossen. Und da hat sich insbesondere, muss ich an dieser Stelle einmal sagen, Uli Thomas sehr stark gemacht, der den Ministerpräsidenten überzeugt hat, hierfür doch etwas Geld mehr einzuplanen, nicht nur für hier, sondern auch für Kalbe, für Brumby oder für die L178N südlich von Halle. Also, wir beginnen nun heute und der Dank ist erstmal die Landtagsabgeordnete, natürlich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium, die die ganzen Dinge zu bearbeiten haben. Natürlich auch an die Landesstraßenbaubehörde, hier den Regionalbereich West, Herr Hörold, an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die Planer, an all diejenigen, die bis zum heutigen Tage dazu beigetragen haben, dass wir diesen Spatenstich hier offiziell vollziehen können. Und natürlich, mein Dank gilt jetzt schon der Baufirma, ich habe es ja schon gesagt, ich bin sicher, dass Sie den Termin halten werden. In diesem Sinne nochmal alles, alles Gute für Quedlinburg, alles Gute für Quedlinburg und die Entlastung vom durchgehenden Verkehr. Und dann irgendwann werden die Menschen auch ab dem Jahr 2017 im November
etwas ruhiger schlafen können. Das haben sie sich verdient nach so vielen Jahren Wartezeit. Glücklich über den Baustart ist natürlich auch Oberbürgermeister Frank Ruch für seine Stadt. Der Dank der Quedlinburger ist Ihnen gewiss. Wir haben eine Operation zu Ende geführt. Wir hatten eine offene Wunde. Die offene Wunde, die uns anbindet ans Bodetal und an den Oberharz. Vielen Dank, die Quedlinburger sind so viel verdankt verpflichtet, dass sie mir gesagt haben, nimm mal was zu trinken mit, damit wir im Herzen bleiben hier beim Minister und beim Präsidenten. Ich habe einen alten Stiftswein mitgebracht, der ist zwar nicht so alt wie die DNA, schmeckt aber besser als diese. Und ich darf die mal übergeben und wie gesagt, ich spare mir jetzt alles andere. Danke, wir sind sehr froh und stolz, dass wir diese Umfahrung bekommen haben und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Auskunft des Ministers: Investiert das Land knapp 5 Millionen Euro in den Bau der beiden letzten Bauabschnitte, die zusammen rund 2,5 Kilometer lang sind. Hinzu kommen Anschlussbereiche und Einmündungen von noch einmal insgesamt knapp 1,2 Kilometern. Die neue Fahrbahn wird durchweg 7,5 Meter breit und beidseitig mit 1,5 Meter breiten Bankettstreifen versehen sein. Neben dem Bau an der freien Strecke des wichtigen B6N-Zubringers entstehen zwei neue Kreisverkehre. Bei Quarmbeck werden die L239 und das geplante Gewerbegebiet an die Ortsumfahrung angebunden. Und weiter südlich wird die Kreuzung der L239 mit der L92 umbaut. Außerdem entsteht eine neue Brücke über den Quarmbach und der Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen wird angepasst. Der Baustart ist zugleich ein bedeutender Erfolg für den wieder im Landtag wirkenden Abgeordneten Ulrich Thomas. Endlich schaffen wir es, den zweiten und dritten Bauabschnitt der Quedlinburger Südumfahrung in Angriff zu nehmen. Viele Quedlinburger haben darauf gewartet, viele auch in der Region, damit aus Quedlinburg durch ein Quedlinburg wird, in dem Sinne, dass alle schnell und zügig zur B6N kommen und auch wieder zurück in die Vorherzstädte, auch in den Vorharz. Aber wir Quedlinburger haben ja schon viel getan für den Verkehrsfluss und verbinden natürlich mit der Straße auch die Hoffnung, auch die Erwartung, im Bereich dieser Südumfahrung auch neue Gewerbe- und Industriegebiete zu erschließen, zur Verfügung zu stellen. Weil mit der B6N, mit dieser Verkehrsanbindung, kommt natürlich auch die Wirtschaft, kommen natürlich auch die Anfragen. Können wir denn im Bereich der B6N investieren? Habt ihr Flächen zur Verfügung? Und da sind wir Quedlinburger im Vergleich zu den anderen Harzkommunen wie Halberstadt, Wernigerode oder Thale noch nicht so gut besattelt. Und diese Straße soll entsprechend als Voraussetzung dienen, damit auch wir Quedlinburger hier in die Lage kommen, entsprechende Flächen zur Verfügung zu stellen. Zwei Regenrückhaltebecken und neue straßenbegleitende Radwege komplettieren das ganze Projekt. Natürlich muss es Ziel sein, die Infrastruktur weiterzuentwickeln. Die nächsten Ziele werden sein, das Radwegenetz im Vorharz, auch in Quedlinburg, zu schließen und zu verdichten. Und so möchte ich mich in den kommenden Monaten und auch Jahren dafür einsetzen, dass wir gerade auch auf diesem Gebiet aufschließen zu anderen Regionen und gerade auch die Radwegenetze hier verbessern und ausbauen. Ende 2017 soll die neue Ortsumgehung auf ihrer ganzen Länge für den Verkehr freigegeben werden. Veranstaltungen im Harz. Der Landkreis Harz, Verbände und Vereine laden ein zum Europa-Aktionstag in Quedlinburg. Im Rahmen des Europatages 2016 präsentieren sich Vereine und Institutionen der Behindertenarbeit. Es erwartet Sie ein buntes Programm mit Musik, Spaß und jeder Menge Unterhaltung. Beim Europa-Aktionstag in Quedlinburg am 3. Mai von 10 bis 14 Uhr. International gefragt, in ihrer österreichischen Heimat und in der Welt zu Hause. Gemeinsam mit dem Philharmonischen Kammerorchester und der Kammerphilharmonie Schönebeck präsentiert Ingrid Kaiserfeld Werke von Richard Strauss und Gustav Mahler. Sichern Sie sich jetzt Karten für Ingrid Kaiserfeld im edlen Ambiente des fürstlichen Marstalls Wernigerode, telefonisch oder online unter www.pkow.de.
RFH präsentiert Kabarett Genial im Mai mit Lars Johansen und Phil Huber. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie im Harz wohnen, müssen Sie zu Kabarett Genial gehen. Da können Sie großartige Kabarettkünstler sehen, unter anderem uns. Wir, das sind Huber und Johansen. Wir machen zusammen ein Programm, das behindertgründig heißt. Es geht um Behinderungen, denn Huber ist behindert. Johansen sieht zwar nicht so aus, ist es aber eigentlich auch. Und dieses Programm können Sie nicht nur in Halberstadt sehen, auch in Quedlinburg und in Wernigerode und natürlich in Staßfurt. Und wenn Sie da hingehen, dann werden Sie feststellen, dass der Herr Huber auch sprechen kann und nicht nur Huber sagen, sondern eben auch Johansen. In diesem Sinne, kommen Sie zu uns. Ticketinfos und das gesamte Programm im Überblick finden Sie online unter www.kabarett-genial.de. Die Hochschule Harz lädt zur nächsten Generation Hochschule ein. Experten aus den verschiedensten Gebieten sprechen über die spannenden Themen des Alltags. Die Teilnahme an den Präsentationen ist wie immer kostenfrei. Voranmeldung bitte unter www.generationhochschule.de oder www.hs-harz.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Mittelalterliches Treiben zu Walpurgis. Schirke bereitet sich auf das Event des Jahres vor. Einmal im Jahr verwandelt sich der gesamte Harz in einen Hexenkessel. Am 30. April, wo der Sage nach die Hexen zur Walpurgisnacht vom Hexentanzplatz auf den Brocken fliegen, um sich dort zu versammeln. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich auch die Wernigerode Tourismus GmbH auf das große Fest eingestimmt. In guter Tradition steigt in Schirke eine der größten Walpurgis-Partys im Harz. In der historischen Apotheke von Schirker Feuerstein, die an Walpurgis ebenfalls besichtigt werden kann, gibt Roman Müller von der Wernigerode Tourismus GmbH einen Ausblick auf das Programm. Schirke und Walpurgis sind untrennbar miteinander verbunden und natürlich ist das eines der größten Feste im Harz und natürlich hier auch in Schirke. Wir haben hier vorbereitet für alle Besucher ein wunderschönes Mittelalter-Konzept für die Besucher. Das heißt, alle Stände sind im mittelalterlichen Erscheinungsbild. Es gibt Händler, Gaukler, auch die Musik ist überwiegend Mittelalter. Headliner der diesjährigen Walpurgisnacht in Schirke sind Cultus Ferox. Sie gelten derzeit als angesagteste Mittelalter-Rockband und heizen den Gästen zu später Stunde ordentlich ein. Dadurch, dass die Walpurgisnacht 2016 auf einen Samstagabend fällt, wird schon im Vorfeld ein reichhaltiges Programm geboten, weiß Roman Müller. In den letzten Jahren war die Walpurgis, der 30. April, ein Wochentag und das ist natürlich für die Berufstätigen immer schwierig, das zu vereinbaren. Viele sind dann erst abends oder konnten dann erst abends kommen. In diesem Jahr feiern wir am Samstag und am Sonntag, also der 1. Mai ist auch noch dieser große Mittelalter-Erlebnismarkt zu sehen mit ganz viel Musik. Und wir gehen davon aus, dass schon ab 11 Uhr sich das Veranstaltungsgelände füllen wird. Es gibt ein tolles Programm. 19 Uhr ist der große Hexenumzug, aber auch schon davor gibt es im Kurpark Musik und viele Spielereien für die Kinder, Hexenschminken. Wer also möchte, kann sich kostenlos an der Touristinformation auch als Hexe schminken, natürlich auch als Teufel schminken lassen, um dann stilecht die Walpurgis in Schirke zu besuchen. Das klingt nach einem bunten und abwechslungsreichen Programm. Mit wie vielen Gästen kalkulieren Sie dieses Jahr da ungefähr?
Das kann man immer schlecht sagen, weil man auch nicht genau weiß, wie das Wetter wird. Aber es kann schon sein, dass 3.500 bis 4.000 Besucher am Samstag über den ganzen Tag hier die Walpurgis besuchen. Zumindest sind das so die Erfahrungen aus den letzten Jahren. Und auf jeden Fall wird es voll werden. Und wenn das Wetter mitspielt, dann bin ich sicher, dass es auch eine sehr, sehr schöne Walpurgis werden wird. Das wird es sowieso. Aber wenn das Wetter mitspielt, dann haben auch die Besucher noch mehr Freude dabei. Da erwarten den Ort so ungefähr 2 bis 3 Gäste pro Einwohner. Wie sollen die hierher kommen? Wie sollen die hier parken? Wie funktioniert das dieses Jahr? Wir haben zum Glück seit einigen Jahren ein neues Parkhaus hier, das Parkhaus am Winterbergtor. Das befindet sich direkt am Veranstaltungsgelände. Man muss nur eine kleine Fußgängerbrücke überqueren und steht dann direkt am Eingang zum Kurpark Schierke. Also es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten, aber es gibt auch zusätzlich noch ein Shuttlebus-System ab Wernigerode, das am Abend ab ca. 18 Uhr im Halbstundentakt Besucher von dem Großparkplatz Schloss Anger, dort kann man kostenfrei parken, entlang der Linie 257 nach Schierke bringt und auch der Großparkplatz 3 an Hohne mit Einstieg am Bahnhof in 3 an Hohne wird angefahren, sodass also von dort auch Leute hier hoch nach Schierke kommen und wir das ganz entspannt hier mit dem Anreisen betrachten. Damit auch dieses Jahr alles mit rechten Dingen zugeht und der Luftraum über dem Harz sicher bleibt, hat das Bundesamt für magische Wesen verstärkte Kontrollen angekündigt. Ja, das ist natürlich ein großer Spaß, aber es gibt tatsächlich ein Bundesamt für magische Wesen. Das sind eigentlich ja Autoren, die Fantasy-Literatur geschrieben haben und da geht es natürlich auch viel um Hexen und andere magische Wesen und die haben gesagt, Mensch, wir machen mal ein Bundesamt, weil wir das ja irgendwo auch koordinieren müssen. Ja, wer fliegt wohin, welche Vampire dürfen sich wann wo bewegen und dieses Bundesamt für magische Wesen berät also magische Wesen vor Ort und bei uns in Schierke wird also die Möglichkeit bestehen für alle Hexen, dass sie ihre Besen oder andere Fluggeräte überprüfen lassen, weil man jetzt jährlich einen TÜV-Stempel braucht für diese Besen. Die Frage müssen wir vielleicht noch ganz kurz klären. Also das ist keine Bundesbehörde, die wird nicht finanziert aus Steuern, sondern das ist einfach nur ein Zusammenschluss von Leuten, die Spaß am Thema Fantasy haben. So könnten wir es nennen. So können wir das nennen und die sind mit viel Enthusiasmus dabei und es gibt also, es ist keine Einrichtung der Bundesregierung, die in irgendeiner Weise den Steuerzahler belastet. Da braucht man keine Sorgen haben. Selbstverständlich ist Schirke nicht der einzige Ort im Harz, an dem zu Walpurgis die Nacht zum Tag gemacht wird. Trotzdem hat der Ort unterhalb des Brockengipfels seine klaren Vorzüge, sagt jedenfalls Roman Müller. Ich glaube, dass wir hier in Schierke nicht nur einen ganz tollen Ort mit dem Kurpark, mit dieser tollen Umgebung, mit den alten Steinen, die Gewässer, die kalte Bode, nicht nur eine tolle Location, wie man so neudeutsch sagt, haben. Wir haben auch ein sehr authentisches Fest. Es geht hier strikt um das Thema Mittelalter, so die Zeit, in der auch wo man an Hexen glaubte oder an andere Wesen. Dieser Aberglaube spielt da eine Rolle und das kann man eigentlich in keinem anderen Ort so schön erleben wie hier in Schierke. Und wir kriegen sehr gutes Feedback von den Besuchern auch im letzten Jahr, die das sehr, sehr begrüßen. Da ist also sowohl musikalisch als auch von den Händlern, man kann ein altes Handwerk hier besuchen. Wir haben eine Schmiede dabei, wir haben die Korbflechter oder verschiedene andere Dinge, die wie man im Mittelalter Schmuck vorhergestellt hat, Seifenmachereien und solche Dinge. Oder auch Kinderunterhaltung aus dem Mittelalter. Auch solche Dinge haben wir hier und dass wir das so einheitlich hier präsentieren, das gibt es, glaube ich, in keinem anderen, bei keiner anderen Walpurgisfeier im Harz oder woanders. Alles Wichtige rund um die Walpurgisnacht in Schirke mit Eintrittspreisen, Anreiseinfos und vielem mehr finden Sie online unter www.die-walpurgis-schirke.de. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Am Samstag wird um 19.30 Uhr im Nordharzer Städtebund Theater das Ballett Coppelia aufgeführt. In diesem Ballett geht es um einen mittelmäßigen Erfinder und Zauberer namens Dr. Coppelius, der den Traum verfolgt, einer mechanischen Puppe Leben einzuhauchen. Durch einigen Tricks gelingt es dem Erfinder, diese Puppe als lebendig auszugeben. Ein Mann mit dem Namen Franz wendet sich dadurch von seiner Verlobten Svandilja ab, da er so fasziniert von der Puppe ist.
Die Verlobte macht sich somit in die Werkstatt, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Eine schöne Vorführung für alle Tanzliebhaber im Nordharzer Städtebundtheater Quedlinburg. Mit toller Musik und weiteren tollen Effekten für die großen und kleinen Besucher. Der Preis für eine Karte liegt zwischen 13 und 25 Euro. An der Diesterweg-Grundschule ist am Samstag viel los, denn dort beginnt das Siedlerfeuer zur Walpurgisnacht. Es wird ein großer Laternenumzug veranstaltet und wer das beste Kostüm bieten kann, bekommt sogar einen kleinen Preis. Also es lohnt sich, ein geiles Kostüm mitzubringen. Das Highlight des Abends wird dennoch der Auftritt der Band The Jeers sein. Danach gibt es einen schönen Tanz ums Siedlerfeuer. Gestartet wird das Spektakel um 16 Uhr. Für alle Modellbaufans ist das Modellbaufest in Wernigerode ein Muss. Falls Sie noch nicht von Modellbau überzeugt sind, dann sollten Sie sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen. Ein Fest für alle kleineren und ein Muss für jeden Modellbauliebhaber. Einlass ist um 10 Uhr und Ende um 17 Uhr. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Die Kommunale Beschäftigungsagentur bietet auch in dieser Woche viele offene Stellen in verschiedenen Bereichen. Werden Sie Verkäufer, Altenpfleger oder Lkw-Fahrer? Die KOBA, das Jobcenter im Landkreis Harz, unterstützt Sie bei Ihrer Suche. Umfangreiche Informationen zu den Stellenausschreibungen sowie weitere Inserate finden Sie im RFH-Teletext ab Seite 305 und im Internet unter koba-jobcenter-harz.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFH-Teletext ab Seite 301. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot.